Hallo. Schönes Dorf. Ja. Eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und? Kommt ihr zurecht? Tja, irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Kennst du diesen Dolch? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihnen gehörst. Ich gehöre zu niemandem. Bin geschäftlich hier und will es rasch erledigen. Aha. So ist das also. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel. Unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Ich brauche mehr Details. Du musst es selbst sehen. Meine Uroma hat mich dafür verdroschen, dass ich beim Flüsterhügel war. Aber was dort jetzt geschieht, ist ein Wunder. Ein paar Leute sind hin, um die Bäume zu fällen und den verfluchten Boden wieder urbar zu machen. Sie sind nicht zurückgekommen. Der Boden unter den Büschen ist weiß von Menschenknochen. Wann hat all das angefangen? Vor 3 Jahren. Ich weiß noch, ich ging an einem warmen Tag zu den Wildfallen. Ich zog einen Hasen aus der Falle. Da wurde es plötzlich, mitten am Tag, finster. Ich dachte erst, dass ein Sturm aufziehen würde. Dann hörte ich ein Kreischen, das mir fast das Trommelfell zerriss. Der Hase verweste mir in den Händen und die Blätter wurden gelb, obwohl gerade mal Sommeranfang war. Seitdem herrschen schlechte Zeiten. Den Leuten werden die Zähne rabenschwarz. Die Frauen streiten sich wie Wildkatzen, wegen gar nichts. Die Kinder werden verkrüppelt geboren, lahm, ein Bangen und Fluchen. Wir flehen seit langem um die Hilfe der Herrinnen. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr? Da hat was gelauert? Ich weiß nicht, was da gelauert hat, aber es lauert nicht mehr. Was hast du gemacht, Hexer? Ich war oben und habe das Problem gelöst. Die Details gehen nur mich was an. Wie war? Ich habe von sowas generell keine Ahnung. Die Mumen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder. Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Starship.
Schwert weg, Junge! Ey, warum ist der sogar noch süßer? Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit! Hintergehe uns nie wieder! Wir vergeben dir deinen Fehltritt. Du hast deine Sache gut gemacht. Die Kinder sind drall wie Ferkel und süß wie Karamell. Doch jetzt müssen wir mit unserem weißhaarigen Freund sprechen. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr, dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen, sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Ich habe den Geist, der im Baum gefangen war, befreit. Hört ihr das, Schwester? Verräter! Sie hat die Kinder entführt. Sie war es. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte den Dorfbewohnern helfen und habe meinen Teil erfüllt. Jetzt sind sie sicher. So, übers Ohr gehauen hast du uns also. Wessen Geist war da im Baum gefangen? Der Geist von jemandem, der einst den Tod betrogen hat. Du hast eine uralte Macht befreit. Sie wird sich anderswo erheben, wo wir nicht hin können. Wieder wird Blut fließen. Zu welchen Torheiten Menschen doch fähig sind. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Ihr wisst, warum ich hier bin und was ich will. Du wirst von uns träumen und um das bitten, was du jetzt ablehnst. Das tun alle. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond. So nennen sie das. Fingerdünn. Verstört und erschöpft. Konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmühe. Ein ungezogenes Mädel. Verschlagen. Bockig. Selbstsüchtig. Die junge Frau, die ich suche, hat noch nie jemanden grundlos verletzt. Hast sie lange nicht gesehen. Sie hat sich zu ihrem Nachteil verändert. Warum hat sie euch angegriffen?
Sie ist nicht mehr das Mädchen, das du kennst. Ihr Zorn verzehrt sie. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Wir wussten, dass jemand Besonderes kam. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Ohren. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Sie fiel uns in die Hände. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt. Der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Engelrit kriegt sie, ja, aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut, außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Sie ist entkommen, aber ich werde sie finden. Wir kommen zurück und töten euch. Du kommst zurück. Ja, unsere Schicksale sind verbunden. Und es wird jemand sterben, aber kein von uns.
Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, wir sehen uns, hübscher Ritter. Also dieser Weiße. Bist du hässlich? Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus.
Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Los, lauf! Mir bleibt keine Wahl. Langsamer. Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Thank you.
Was du zu bieten hast. Lauf, Plätze! Los, los!
Feuer! Lang lebe Raduvid! Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Leb wohl. Komm schon, Plätze. Pass auf. Yeah!
Komm schon. Aus dem Weg. Lang lebe, etc. etc. Oh, er ist zum Spein nach diesem Dreimarkland. Sie haben alle Schätze von Sie mal geplündert. Bist du hier, um dich von Dorf zu Dorf reisen und die Leute umbringen? Das ist die Vernichtung. Komm schon. Wir brauchen keinen Passierschein. Wir sind aus Norwegen. Kein Durchgang. Halt! Kein Durchgang. Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen oder was? Pest? Nein. Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Nur mit Passierschein. Von welcher Art Passierschein reden wir? Von ganz normalen Transitpässen. Wer stellt die aus? Was weiß ich? Ich bin nur Soldat. Wer hat angeordnet, die Stadttore zu schließen? Angeblich der König selbst. Der will nicht, dass ihm die schöne Stadt von Bettlern und Flüchtlingen vollgepisst wird. Und wenn man die Leute einfach reinlässt, besteht die Gefahr, dass auch Spione kommen. So ist es schwieriger für sie. Also, kein Passierschein, kein Durchgang. Meinst du sowas hier? Lass mich mal sehen. Da fehlt ein Siegel, das rote. Nicht möglich. Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen. Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe. Kommt vor. Na schön, du kannst durch. Du kannst passieren. Kaum zu glauben, dass Minke mit Hexerei zu tun hatte.
nette alte Großmütterchen. Hat sie eine schwarze Katze? Oh ja. Die Hexenjäger verteidigen uns gegen Monster. Sei gegrüßt, Meister. Was kann ich für dich tun? Hast du Rasiermesser und Schere? Gut, bring mein Äußeres in Ordnung. Bis dann. Der berühmte Geralt von Riva, nehme ich an. Sei gegrüßt. Nanu, ein Hexer. Irgendwas sagt mir, dass ich etwas Interessantes zu tun bekomme. Sieht nicht so aus, als hättest du zu wenig zu tun. Ach, das? Ein Auftrag der redanischen Armee. Aber Spaß macht mir der nicht. Es ist immer wieder das Gleiche. Erfordert kein Geschick. Willst du dein Handwerksgeschick perfektionieren? Natürlich. Mit dem Handwerk ist es wie mit der Liebe. Verfällt man in einen Trott, kriegt man es erledigt, aber Begeisterung erntet man nicht. Also, hast du irgendwelche Spezialaufträge für mich, damit ich in Form bleibe? Wir reden noch von Rüstungen, richtig? Klar, wovon denn sonst? Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Bis dann. Zeichen des Bösen. Was kann ich für dich tun, mein Herr? Hier gibt es alles, vom Apfel bis Was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Mal sehen. Vielleicht suche ich mir was aus.
Bis dann. Mir reicht's mit dem Leben. Weißhaar, hast du meine Waren gesehen? Die besten Waren diesseits des Ponta. Ich suche Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz. Ich hol sie sofort. Wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ja, um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Warte. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Du hast vollkommen recht, auf deinen Vater wütend zu sein, aber er sorgt sich um dich. Ich hab recht. Herzlichen Dank. Es tut ja so gut, die Zustimmung seines Handlangers zu haben. Und mein Vater sorgt sich nur um seinen nächsten Rausch. Er ist kein Heiliger, das steht fest. Aber er lässt in der gesamten Provinz nach euch suchen. Ich glaube, momentan scheint ihm nichts wichtiger zu sein, als dich und deine Mutter zu finden. Ich kenne böse Menschen. Er gehört nicht dazu. Zu schade, dass er erst jetzt so viel Interesse an uns zeigt, besonders an meiner Mutter. Ihm ist klar geworden, dass er einen Fehler begangen hat. Ich will ihn nicht verteidigen, aber ich glaube, er hat erkannt, was er getan hat und was ihr ihm bedeutet. Wie schön. Ich werde daran denken. Bist du den ganzen Weg gekommen, nur um mir das zu sagen? Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen, erzählte mir dein Vater seine Version der Geschichte. Erzähl mir deine. Meine? Die ist so langweilig wie das Leben im Sumpf. In meinen frühen Erinnerungen liegt mein Vater betrunken im Dreck unter der Treppe, mit der Flasche in der Hand. All die Jahre immer dasselbe. Vater trank, verschwand tagelang und kam so wütend zurück, dass die Möbel durch die Luft flogen. Zum Glück gab es Krieg. Ich war jedes Mal froh, wenn er weg musste. Und die Streitereien. Ich weiß noch, wie er meine Mutter anbrüllte und schlug und dann ihr Schluchzen. Ich versteckte mich unterm Bett und wollte nur Ruhe. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Das ganze Mal 19, das ist mein Leben. Dann hatten wir genug, Mutter und ich. Er war zu weit gegangen und wir sind weggelaufen. Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen, erzählte mir dein Vater seine Version der Geschichte. Erzähl mir deine. Meine? Die ist so langweilig wie das Leben im Sumpf. In meinen frühen Erinnerungen liegt mein Vater betrunken im Dreck unter der Treppe, mit der Flasche in der Hand. All die Jahre immer dasselbe. Vater trank, verschwand tagelang und kam so wütend zurück, dass die Möbel durch die Luft flogen. Zum Glück gab es Krieg. Ich war jedes Mal froh, wenn er weg musste. Und die Streitereien. Ich weiß noch, wie er meine Mutter anbrüllte und schlug und dann ihr Schluchzen. Ich versteckte mich unterm Bett und wollte nur Ruhe. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Das ganze Mal 19, das ist mein Leben. Dann hatten wir genug, Mutter und ich. Er war zu weit gegangen und wir sind weggelaufen. Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Alles seine Schuld. Er hat sie geschubst und sie fiel hin. So fing alles an. Wir waren allein, niemand half uns. Überall Blut. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Es tut mir leid.
Muss schlimm für euch zwei gewesen sein. Mutter stand unter Schock. Sie schrie, es sei besser so und dass sie das Kind nie wollte. Sie muss Fieber gehabt haben und hat die ganze Zeit über geblutet. Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen, als noch ein Kind von ihm zu bekommen. Wojtek behauptet, deine Mutter wurde von einem Monster verschleppt. Ja, stimmt. Das Monster war riesig, doppelt so groß wie ein Bär, aber schneller und flinker. Es schnappte meine Mutter, bevor wir etwas tun konnten. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Deine Mutter ist im Buckelsumpf. Sie scheint glücklich zu sein, aber ich fürchte, dass sie nicht ganz richtig im Kopf ist. Was? Sie lebt? Ich muss sofort zu ihr, sie da rausholen. Eine Reise in den Sumpf würde ich nicht empfehlen. Meine Entscheidung ist getroffen. Niemand wird sie mir ausreden. Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Sie werden mir helfen. Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht. Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört? Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ein Hexer. Sieh an. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden. Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schickt dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen. Du wirst scheitern. Finde dich damit ab. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Der Baron hat einen Hexer angeheuert, um seine Tochter zu suchen. Interessant. Verzweifelte Väter unternehmen nun mal alles, um ihre Töchter zu finden. Eine unerwartete Aussage von einem Hexer. Ich dachte, deine Mutationen hätten dir die Menschlichkeit und die Emotionen geraubt. Man braucht keine Mutationen, um seine Menschlichkeit zu verlieren. Ich kenne viele Beispiele. Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Bevor du gehst, dein Vater bat mich, dir das hier zu geben. Clara? Vater hat dich gebeten, mir Clara zu geben? Amüsant, dass er mich mit einer Erinnerung zurückgewinnen will. Sag ihm, dass er eine ruinierte Kindheit so nicht wieder gut machen kann. Auf Wiedersehen, Hexer. Danke, dass du mir die Wahl gelassen hast und mich nicht zwingst, zu diesem Tyrannen zurückzukehren. Hoffentlich weißt du, was du tust. Leb wohl und viel Glück. Thank you.
Radovid soll leben.